meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesen wunderschönen, nach dieser schönen Einführung müsste ich einfach schweigen. Sie haben schon alles Wichtige gesagt. Ich hatte vorher schon gesagt, vor allem bei dieser Umgebung, da gibt es nur eins, schweigen und genießen. Nun, um die Wirkungsgeschichte dieses Mannes darstellen zu können, war es natürlich notwendig, oder so sahen wir das wenigstens, dass wir ihn eingebettet haben in die Seuchengeschichte, beginnend bei der Pest im Mittelalter und enden eigentlich dann mit den Prionen, Krankheiten oder der Seuche aus dem letzten Jahr. Koch befolgte sowohl bei der Cholera, da gelang es ihm nicht so, aber bei der Tuberkulose, die sogenannten vier Stufen des Nachweises. Man fragt sich ja, wann ist denn nun ein Beweis, wann ist ein Erreger? Und dazu hatte er vier Stufen dargestellt, die sich an seinem Lehrer Haenle orientierten. Und diese gelten auch heute noch, wenn auch etwas abgeschwächt. Und man zeichnet diese vier Stufen als Haenle-Kochschen Postulaten. Sie sehen, Erreger muss sich bei allen Trägern der Krankheit finden. Nun, den Cholera-Erreger, diesen kommaförmigen Erreger, das glaubte ihm niemand, dass der die Cholera erregen könnte. Er bittete Feinde, zum Beispiel Pettenkofer in München, der hat sogar selbst so eine Brühe geschluckt und hat gesagt, seht mal, ich wäre gar nicht krank, obwohl seine Assistenten krank wurden. Das hat mit der Krankheit nichts zu tun. Aus der Verneinung, dass dieser Erreger die Ursache der Cholera ist und dieser Erreger verbreitet sich vor allen Dingen im Trinkwasser, in der Feuchtigkeit, resultierte natürlich auch die Verneinung einer Änderung der Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Cholera. Wie sah denn die Cholera-Bekämpfung damals aus? Erstens gab es, Sie sehen hier so eine Cholera-Frau, das sind so verschiedene Substanzen, Kräuter, Busenwärme, die alle gegen Cholera helfen sollen. Das ist eine Karikatur, weil natürlich all das nicht mithalf. In dem Krieg 1866 zwischen Preußen und Österreich starben immer noch mehr Soldaten an der Cholera als eben an der Pest. Und als Abwehr hatte man quer durch Europa, weil die Cholerawelle immer aus Asien kam, wie eine Demarkation, seine Grenzlinie gezogen. Wer die passierte ohne Erlaubnis, wurde erschossen. Und aller bestimmten Punkten gab es so eine Art kleine Festungen, an denen alle Menschen, die von einer Seite zur anderen wollten, diese passieren mussten, in Quarantäne genommen wurden, sehr aufwendige Angelegenheiten. Aber auch die Post, die wurde dort aufgehalten, desinfiziert. Und wie machte man das? Das Briefgeheimnis durfte ja nicht gelüftet werden. Dann nahm man diese Briefe, das waren meistens auch größere, und hatte Nadeln. Mit den Nadeln perforierte man diesen Brief und mit diesen kleinen Löchern drin schob man das in Räucherkästen unter bestimmten, das würde ja zu weit führen, weiteren Sicherheitsmaßnahmen. Und dann bekam der Brief ein Siegel, der Empfänger musste nochmal zahlen und man glaubte damit eben die Verbreitung dieser Cholera aufhalten zu können. Völlig unsinnig, denn der verbreitet sich über feuchte Medien und nicht über trockene. Und diese Geräte gab es in unterschiedlichen Ausführungen und eines der ganz wenigen, die es noch auf der Welt gibt, die finden sich im Heidelberger Apothekermuseum. Man nannte diese Geräte auch Rastel, kommt aus dem Lateinischen, so gitterartige. Sie sehen Zähne, die dann durchbeißen und durchstechen. Die Briefe wurden dazwischen gelegt. Und ich habe ihn hier, einer meiner Patienten hat freundlicherweise für diese Veranstaltung, vielleicht können wir mal kurz Licht hier draufsetzen, diesen Heidelberger Rastel, den wir genau ausgemessen haben, fotografiert haben, hat die, ist ein sehr schweres Ding, Sie können es sich nachher gern anschauen, die Hände würde ich nicht dazwischen stecken. Und damit wurden die Briefe durchstoßen und anschließend geräuchert.